Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal der Designschmiede. In diesem und zwei noch folgenden Videos werde ich Wechselsdateien auseinandernehmen. Sprich, wir werden die Vektoren einzeln stellen, sodass wir einzelne Vektoren aus dieser Wechselsdatei in unsere Projekte einarbeiten können. Die Frage kam vom lieben Torus07. Er hat mir auch zwei Dokumente zur Verfügung gestellt und ein drittes habe ich mir noch herausgesucht. Möchtet ihr noch mehr Videos hierzu sehen? Schickt mir doch gern eure Problemfälle und wir können sie zusammen auseinandernehmen in einer schnellen und effektiven Art und Weise. Kleiner Hinweis vorab, ich nehme am Wechsels-Affiliate-Programm teil. Das heißt, wenn ihr über den Link in meiner Beschreibung geht, bekommt ihr 20% Rabatt und ihr unterstützt mich damit. Und nun schmieden wir los. Als erste Datei habe ich mir das Wikinger-Set 2 ausgesucht. Wenn wir es von Wechsels herunterladen, bekommen wir diese Datei. Wir öffnen sie einmal und wir sehen, hier sind 4 Gruppen drin und die Vektoren sind aber irgendwie anders verteilt. Ich habe es dann einmal vorbereitet. Aufgeteilt wird es dann in den Kopf, in den linken Raben, in den rechten Raben und in den Hintergrund. Und wie wir dies machen, zeige ich euch jetzt. Wir schließen einmal die Videovorschau und auch das Wikinger-Set. Und nun gehen wir einmal in die Wechselsdatei, die wir bekommen haben. Hier haben wir 3 Dateien drin. Einmal die AI-Datei, die JPEG-Datei und die PDF-Datei. Und wir sehen, wenn wir die AI-Datei öffnen, es werden nicht die richtigen Vektoren angezeigt. Wir drücken auf Abbrechen. Ich habe euch ein Video erstellt, welche Dateien aus Wechsels wir alle öffnen können. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, werde ich es euch jetzt hier oben verlinken. Und gehen auf das PDF, sagen Rechtsklick, öffnen mit Affinity Designer und dann wird das PDF geöffnet. Und nun kümmern wir uns um die Aufteilung. Ich öffne einmal die Ebene, nehme unsere Gruppen, pack die aus der Ebene heraus und lösche die Ebene, die brauchen wir nicht. Und dann gucken wir uns die Gruppen einmal an. Die obere Gruppe ist ein Teil von dem Wikinger. Die zweite Gruppe genauso. Bei der dritten Gruppe haben wir einen Teil vom Raben und einen Teil vom Wikinger. Und in der unteren Gruppe haben wir den Hintergrund, den rechten Raben und anscheinend auch einen Teil vom linken Raben. Wir stellen jetzt erstmal die oberen Gruppen mit dem Wikinger-Gesicht aus und auch die untere Gruppe und kümmern uns erstmal um diese dritte Gruppe, wo wir ein Stück vom linken Raben und ein Stück vom Wikingerkopf haben. Wir haben jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, unsere einzelnen Vektoren freizustellen. Wir könnten alle überflüssigen Objekte hier löschen, um dann nur noch den Raben übrig zu haben. Aber dann müssten wir die Datei ja immer wieder öffnen, um jeden Vektor einzeln freizustellen. Das wollen wir nicht. Ich würde damit arbeiten, alle sichtbaren Objekte auszublenden, um dann eine Auswahl über die dann noch sichtbaren Objekte zu ziehen und diese dann zu einer Gruppe hinzuzufügen. Wir könnten natürlich auch gleich alle sichtbaren zu einer Gruppe hinzufügen. Dann könnte es aber dazu kommen, dass wir Objekte vergessen, in diese Gruppe zu teilen und wenn wir sie nachträglich hineinziehen, wird die Reihenfolge der Objekte geändert und dann sieht unser Vektor nicht mehr aus wie vorher. Von daher, wir blenden die Objekte aus, die wir nicht brauchen, um dann die sichtbaren zu einer Gruppe hinzuzufügen. Wir können dafür entweder hier links im Ebenenpanel reingehen und dann alle Kurven, die zu dem einen Vektor gehören, ausblenden per Hand. Wir können eine Auswahl drüber ziehen und dann hier rüber gehen und sie ausblenden. Oder wir arbeiten mit Tastenkürzeln. Ich würde empfehlen, mit Tastenkürzeln zu arbeiten, da es ein wesentlich schnellerer Weg ist. Standardmäßig ist für das Ausblenden leider kein Tastenkürzel vorgesehen. Dieses werden wir jetzt ganz einfach nachholen und dafür gehen wir in Bearbeiten, Einstellungen, Tastenkürzel, gehen bei Designer in das zweite Ausklappmenü und gehen auf Ebene, scrollen ein Stückchen runter. Und hier kommt auch schon Ausblenden. Hier nehme ich das Tastenkürzel K, genauso wie bei meinem Video zur versteckten Katze.
Habt ihr es noch nicht gesehen, werde ich es euch jetzt hier oben verlinken. Natürlich habe ich das Tastenkürzel K, was ich dort vergeben habe, wieder gelöscht, um es jetzt hier für dieses Video zu benutzen. Und gleichzeitig können wir auch noch für das Einblenden ein Tastenkürzel benutzen, falls wir mal etwas rückgängig machen wollen und nicht STRG Z benutzen möchten. Wir scrollen noch ein Stückchen weiter und hier ist Einblenden. Hier nehme ich das L. Das liegt direkt neben dem K und somit kann man schnell hin und her switchen. Und wir drücken auf Schließen. Nun sind wir vorbereitet zum Auseinandernehmen und es geht auch schon los. Ich würde empfehlen, diese Gruppe aufzulösen, denn ansonsten, wenn man versucht, hier eine Auswahl drüber zu ziehen und man nicht in der Gruppe ist, sehen wir, es passiert gar nichts. Dafür müssten wir dann wieder mit dem Doppelklick hier hinein in diese Gruppe eine Auswahl ziehen und dann könnten wir sie ausblenden. Aber man rutscht ganz schnell hier im Ebenenpanel wieder aus der Gruppe und muss ständig hin und her klicken. Von daher gehen wir jetzt nochmal nach ganz oben. Klicken die Gruppe an, STRG, SHIFT und G und lösen die erstmal auf. Und nun gucken wir mal, ob wir mit dem Kopf oder mit dem Raben beginnen. Sehen hier, wenn wir es mal wegziehen, hier ist ein Stück vom Raben, von daher würde ich den Kopf entfernen und dann kümmern wir uns um den Raben. STRG Z, ich mache das rückgängig und das können wir auch gleich ausblenden mit der Taste K. Und nun nehmen wir immer wieder die in die Auswahl, die wir ausblenden wollen. Und je näher wir an den Raben kommen, desto präziser müssen wir natürlich arbeiten. Und wir gucken immer, dass wir nichts von dem Raben erwischen. Nun zoome ich etwas hinein. Und wir blenden sie alle nach der Reihe aus. Bin ich ins Knotenwerkzeug mit einem Doppelklick gekommen, also Taste V, um wieder ins Verschiebenwerkzeug zu kommen. Und die letzten noch ausblenden. STRG 0, um wieder herauszuzoomen. Und es sieht soweit gut aus. Wir machen eine Auswahl über den Raben. STRG G, gruppieren das Ganze. Und jetzt können wir hier im Ebenenpanel nochmal gucken, ob wir auszusehen hier einen schwarzen mit ausgeblendet haben, da der Wikinger hier ja nur dieses Grau hat. Wir scrollen einmal durch. Und es scheint ganz gut auszusehen. Es sind keine schwarzen Elemente vorhanden. Gut, dann gehen wir nochmal schnell in die untere Gruppe, ob da ein grauer dabei ist. Ich glaube aber nicht. Wir scrollen einmal schnell durch. Kein grauer vorhanden. Super. Nun können wir alle nicht sichtbaren zusammenfügen, unteren anklicken, nach oben scrollen. Gedrückte Shift-Taste, obersten anklicken, STRG G. Und können jetzt hier die komplette Gruppe einmal wieder einblenden.
So. Und nun haben wir den Teil vom Kopf und den Teil vom linken Raben. Der Kopf sieht soweit schon mal ganz gut aus. Wir stellen das weg. Und jetzt kümmern wir uns um die unterste Gruppe. Hier ist auch ein Teil vom linken Raben, ein Teil vom rechten und der Hintergrund. Das heißt, der Kopf ist hier vollständig. Wir nehmen alle drei Gruppen, machen mal die Sichtbarkeit an, Steuerung G und haben dann schon den Wikingerkopf als einzelnes Element. Nun wollen wir noch die Raben aufteilen und wir kümmern uns um die unterste Gruppe. Wir lösen sie auf, Steuerung Shift und G. Und dann kümmern wir uns um den Hintergrund, der müsste eigentlich ganz unten die letzten sein. Und wir gehen mal runter und gucken. Ja, das sind die letzten. Das ist der Rabenschnabel, den nehmen wir weg. Und Steuerung G. Und wir haben den Hintergrund. Den können wir jetzt auch entfernen. Und nun nehmen wir uns den linken Raben. Steuerung Z, erstmal wegklicken, damit die Gruppe nicht mehr in der Auswahl ist. Und wir nehmen uns den linken Raben, Steuerung G und packen die hier zusammen in eine Gruppe, Steuerung G. Sieht gut aus, wenn wir den linken und den rechten Raben vergleichen. Das heißt, die Gruppen innerhalb dieser Gruppe können wir wieder auflösen, Steuerung Shift und G. Und haben den linken Raben. Nun noch die Auswahl über den rechten Raben. Steuerung G. Und haben jetzt auch den rechten Raben einzeln. Und nun haben wir, wie in meinem Videovorschau, den Kopf, den linken Raben, den rechten Raben und den Hintergrund einzeln. Und das war es auch schon mit meinem ersten Video zu Wechselsdateien auseinandernehmen. Wie findet ihr diese Methode? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und in den nächsten Videos werdet ihr natürlich auch noch etwas andere Methoden sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt dem Video einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal in der Designschmiede.